Ein herzliches Willkommen zurück zu Far Cry 5 mit dem lieben Marco, der hinter mir sitzt, und wir sind im Luftangriff. So gut wie. Ja, so gut wie. Ist nicht mehr weit. Weiß nicht, ob das... Müsste die Rückseite des Berges sein. Aber also auf jeden Fall nach dieser Geschichte wieder. Möchte ich unbedingt zu oh, hoppla. Schluck auf. Nach dieser Geschichte möchte ich unbedingt zu dieser Statue da oben. Können wir machen, wenn die denn im Gebiet ist, ne? Ja, ich hoffe's. Müssen wir uns erstmal da durchkämpfen. Ich hoff's. Komm, wir nutzen mal Bomben. Auf jeden Fall. Abwurf! Jawohl. Einmal. Oh, wir haben die schon durcheinander gemischt. Oh, wir haben Schaden bekommen. Es dampft im Karton. Du musst deine Maschine mal upgraden, Nick. Geh mal kurz runter. Festhalten, festhalten. Wow. Ja. Na. Eine Saltungslandung. Okay. Das war ziemlich unkontrolliert, aber es ist gut gegangen. Uma ist natürlich auch wieder an der Stelle. Komm, wir rufen da mal an und bestellen Holz, oder? Oh. Silver Lake. Richtig, Telefonnummer, jetzt habe ich falsch Taste gedrückt. So, jetzt dranbleiben, ich flieg hier hoch. Direkt. Schöner Start. So. Mann, wir haben keine Bomben mehr. Doch, unendlich haben wir. Echt? Ohne Begrenzung. Gerade so. Aber jetzt wirft er keinen mehr. Also stand unendlich, aber vielleicht war das auch eine Anzeige, die nicht gezeigt werden sollte. Scheiße, nicht gut. Bisschen vordrehen, das Rohr. Ein bisschen runter vom... Hammer! Helikopter! Hier ist ein Problem. Offenbar hat die Sekte einen Aufklärungshelikopter in der Luft, der die Stützpunkte des Widerstands ausspioniert. Du musst ihn abschießen, bevor sie zum Angriff übergehen. Da unten sind die. Ja, sicher, machen wir noch. Hammer, wie du dich bewegst denn im Outfit, Hammer. Oh nein, raus aus dem Flugzeug! Beim dritten Date. Alles noch einfacher. Ja, ist schon schön. Tja, heute braucht man Fluglizenzen für Drohnen, die über 250 Gramm wiegen. Ja, damals war alles einfacher. Wieso, das spielt hier heute? 2017 habe ich gesehen. Echt? Ja, zeig ich dir gleich. Hoi. Einen Überraschungsbesuch haben wir. Das ist fast aus wie am 4. Juli. Wobei, ich habe eigentlich gedacht, das spielt 2018. Naja, gut. Vielleicht haben die das auch nicht mehr geändert. Die Grafik. Wo 2017 draufsteht, das ist nämlich so ein Zettel. Okay. Ja, kann schon gut sein. Ich auch nicht, mein Freund, ich auch nicht. Ich nehme Schaden! Ja klar nimmst du Schaden, weil ich hinter dir hänge.
Runter mit dir. Oh, die Munition ist leer und du stürzt ab. Tschüss. So läuft das hier. Jetzt habe ich die coole Musik weg. Und geschafft mit dem letzten Schuss aus meiner Gatling, und ich habe die freigeschaltet im Hangar. Region befreit Bonus. Ah, wir kriegen Bonus, weil wir das schon alles vorher gemacht haben. Cool. Fliegen wir mal nach Falls End, leicht links, dann zeige ich dir die Grafik. Zur linken Seite sehen Sie einen See, an dem man angeln kann, und einen Bären, der ziemlich was zerfetzt hat. Ja, der war tollwütig. Zur rechten Seite sehen wir die Landebahn. Wir nähern uns jetzt Falls End. Hier landen wir auch. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis ich sage, dass wir gelandet sind. Nö, kein Bock. Die dürfen nicht mehr mitfliegen. Oh. So. Dürfen sich jetzt abschnallen. Wir sind gelandet und das Flugzeug gehört Ihnen. Tschüss. Ich sag jetzt die Grafik, ich rüste nur gerade wieder die mach wieder alles voll hier. So, ja, noch den Wolf. So, jetzt hängst du in der Tür. Moment. Jetzt. Ich weiß gar nicht, hatte ich die Grafik in der Folge gezeigt? Auf jeden Fall steht das hier. Let me see. War doch hier. Ach ja, genau, genau. Oh geil, mach für drei Musik. Okay, hier steht das. Ah, wobei, es kann auch 2018 spielen. Stimmt, das kann ja auch ein alter Zettel sein. Weil da steht Alter 37, 1980 geboren. Das wäre 2017. Mhm. Aber das kann auch älter sein, dieser Zettel. Einfach, weil das schon länger hier hängt. Das kann sein. Macht Sinn. Und sagen wir einfach, das ist so, weil das ist cooler, wenn das Zeitspiel in der jetzigen Zeit spielt. Definitiv. Also, ich möchte unbedingt zu der Statue. Da gibt's bestimmt auch irgendwas. Bitte zusteigen. Selbstverständlich. Wobei, warte mal, lass mal mein Flugzeug nehmen. Ich hatte auch mal einen Hund. Zeig dir was. Oh, warte. Nochmal raus. Von da hinten können nur Riesen steuern. Haben wir denn hier einen Flugzeughändler? Linke Seite. Ne, der ist nicht kastriert, pass auf. Oh, das war knapp. Das war zu knapp. Und los geht's. Volle Kraft voraus. Hoffentlich kommt kein Gegenverkehr. Ich weiß nicht, warum unser Auto heute so groß ist. Wolf! Ja, ups. Ups. Macht nichts. Ist alles geplant. Würde ich wollte mal so starten hier im See. Plus. Ich habe aber wieder Munition. Ach, wir mussten sowieso hier hin. Und raus. Rums. Was ist das denn für ein Geräusch? Du, dein Headset macht ein komisches Geräusch. Was meinst du? Oder ein Mikrofon, ja. Hast du ein Handy da liegen? Ja, und jetzt? Ah, jetzt ist es weg. Ah, das war okay. Dieses Handygeräusch. Ah. Ich habe mir gerade richtig Sorgen gemacht.
Ups. Nee, alles gut, Gott sei Dank. Oh, Boomer, warum schwimmst du denn auch da lang? Oh, wir können los. Halt, ich will auch einsteigen. So, jetzt. Was ist denn die Statue? Da. Ich glaube, das war doch auch die Statue, wo wir im Intro vorbeigeflogen sind, oder? Ja, ich glaube schon. Aber mir fällt da was ein. Gefällt dir bestimmt, was ich vorhab. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich volle Kraft voraus und dann aussteigen, oder? Ja, lass dich überraschen. Ah. Da fliegt ein Flugzeug. La 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 la. Ah ja, das war ein Dreck. Hab ich eigentlich, genau, hatte ich auch. Aber wieder so ein endliches Zeichen von den Bomben. Wir sind ziemlich weit oben, sehe ich. Hoffentlich kommen wir überhaupt so weit. Okay, die ist auf jeden Fall im anderen Gebiet drin. Gefangenentransporter, was Neues. Okay, jetzt ist weg. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Guten Morgen, Statue. Doch was ich im Arcade-Modus entdeckt habe. Sehr viel Fluss hier. Hier kann man gut angeln gehen. Oh. Das war's mit der Statue. Nicht kaputt machen. Haha. Hier kam eine Meldung rein, dass irgendein Vollhonk diese hässliche Statue kaputt macht. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ab sofort bist du mein neuer bester Freund. Pass auf dich auf, es gibt Meldung, dass mehr Peggys unterwegs sind. Wie heißt du denn? Die sagt auch nichts. Ja gut, dann lass uns da mal landen. Das sieht voll geiler aus. Ja, ich hol nochmal aus. Spacey Ladder heißt das. Zerstöre die Vaterstatue. Gibt's das? Sah gut aus. Hat aber nichts gebracht. Oh, was wollt ihr dann noch beschützen? Die ist jetzt am Arsch gleich. Ihr könnt das Gerüst beschützen, das wird aber auch abgerissen. Okay, das geht nicht. Verdammt, man kann dein Werk bis zum Gefängnis sehen. Und Schüttelzementverschwendung. Hey, falls du mehr Ärger machen willst, ich habe eine Idee. Face hat ihre persönliche Kopie von Josephs Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was sicher passiert, wenn man sich mit den Falschen anlegt. Sicher, das mache ich, unbekannte Freundin. Ich glaube, die ist richtig cool. Lande mal, mehr oder weniger, mein Ding hier. Wo muss man landen? Guck dir das mal an. Exzellent. Im Stallflug. Warte, da sind noch Gegner. Ach, verdammt! Okay, wieder auf Sturmgewehr wechseln. Ich liege am Boden, ne? Hoi. Wo rennst du hin? Ja, da wo die Gegner 40, sind. Du bist 40 Meter abgehauen. Da bist du ja. Warte, das ist Boomer, der hat mich. Hä? Wo? Boomer ist abgehauen. Danke, Boomer, mein Freund. Ah, fuck. Was? Ja, ich hab's verkackt. Ach, dich haben sie auch. Ach, du lebst wieder. Ja, Boomer. Jetzt räche ich mich für die Scheiße. Tja, ihr Volltrottel. Du musst ein paar Leitern sehen, die nach oben führen. Finde die Hebel und zieh kräftig dran. So kannst du sie nach unten holen.
Oh Mann, ey, diese Musik, die hier läuft. Ich höre gar keine Musik. Ah, da läuft eh nur diese kirchliche. Hm. Ah, kommt meine Leiter. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Ja, gerne. Helis, schick mir alle rein. Ah, wie lange braucht die scheiß Leiter? Habt ihr einen Heli? Ich geh schon mal hoch. Oh. Mach mal gerade den Safe auf, wartest du auf mich? Ja. Jetzt komm, wir sind die Hubschrauber. Safe ist offen. Ich bin nicht wütend. Was ist offen? Ja, dann bist du eben enttäuscht. Ja, dann schick deine Leute. Hallo. Tschüss. Ey, warum hängst du da? Lass den Kopf nicht hängen. Räuberleiter. Kannst du dich da hinsetzen, dann springe ich über dich an die Leiter. Moment. Warte, lass den mal gerade beiseite. Du stehst noch da, ne? Geh mal nach vorne schnell. Ah, ich hab die Leiter erwischt. Sehr gut. Komm mit dem Helikopter, wo ist er? Hä? Siehst du den Helikopter? Nö, ich hab vorhin einen abgeschossen, jetzt sehe ich keinen mehr. Achso, ich dachte. Ach, da bist du. Jo. Da ist ein Safe, warte. Leck mich zu lang. Mhm. Es gibt bestimmt noch oben und ein Safe. Lohnt sich richtig. Der Safe ist offen. Ganz schön hoch. Echt? Ah, okay, der Wind sagt schon was. Ich werf mal hier ein Pass runter. Cool. So. Oh, ich bin oben. Brennen wir das Buch nieder. Es wäre schon geil gewesen, wenn die Statue noch stehen würde und wir würden dann da hochgehen. Also in der Statue praktisch. Das kann man ja mal im zusammen im Arcade-Modus machen. Was hast du getan? Das fände ich cool, ja. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Wer hat denn da geredet? Ich gehe mal nach ganz oben. Oh, warte. Ich muss doch mal ein Bild machen. Scheiße, war das schön. Joseph sieht, wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt sicher Hitzewallung. Hast du noch Punkte übrig? Sie wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Situation, wer immer du auch sein magst. Warte. Sechs Stück habe ich. Aber ich will mir unbedingt auch den Bunsenbrenner kaufen. Einmal hier ein Bild und einmal hier ein Bild. Ich würde sagen, wir holen uns den Wingsuit, oder? Ich will nicht. Ja, dann können wir hier runterspringen. Wenn ich den überhaupt freischalten kann. Ich glaube, ich kann den nicht freischalten. Ah, kacke. Na gut, dann müssen wir das ein andermal machen. Okay. Aber du hast den Fallschirm, ne? Ja. Aber frag mich, wer hier redet. Wahrscheinlich die neue Gebieterin von diesem Gebiet. Ja, stimmt. Es ist eine Welt, die liebt und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Ich suche nicht. Oh, hier sind Gegner. Ich bin hier,
Du wurdest gesegnet. Ich glaube, ihr brennt. Ja. Die sieht schön aus, die Statue. Gefällt mir besser als vorher. Auf jeden Fall. Nice. Starten wir. Ja, im Moment auch. Teil dich. Kein Problem mit dem. Oh, da ist er. Ich komme hier gar nicht weg. Moment. Ich hätte eben durchziehen müssen, als ich gesehen habe, dass du nicht da warst. Oh Mann. Oh, jetzt habe ich dich auch in die Luft gejagt, oder? Oh. Sorry. Ich habe nicht gedacht, dass es so weitreichend ist. Dann holen wir gerade den restlichen Gegner. Das war mein Gegner. So, ich glaube, das war's. Ja, das war's. Da hinten in dem Fels, da muss mein Kopf rein. Ja, auf zum... woanders Gefängnis. Was gibt's da denn? Achso. Ah, warte. Das macht so Spaß. Gefängnis von Hope County, der reiche Ort, ja und so weiter. Einige Mitglieder des Widerstands haben sich im Gefängnis von Hope County verschanzt. Siehe nach, wie gut es sich, wie gut sie sich gegen Eden's Gate behaupten können. Ja, sicher doch. Dann ist die Frage... Oh, 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 wir werden wieder hier bekifft. Ich nicht. Du bist im falschen Gebiet. Das sind weiße Blumen, Vorsicht, Vorsicht. Achso, naja. Furchtbares Teufelszeug. Tut mir leid. Nicht. Doch. Vielleicht. Ich sicher, pass auf. Das würde ich dir nicht empfehlen. Blumen. Boring. Jaguar. Nein, Hilfe. Meine Hand. Au. Oh, Scheiße. Ich hab's falsche. Dings gehabt. Mist. Schäm dich. Und du, ich auch. Hängt da nochmal so ein Vogel? Nee. Wird langsamer. Haben wir den jetzt beide getroffen? Weiß ich nicht. Voll in die Eier. Oh, guck mal. Ah. Ist ja war langweilig. Das? Was ist das für ein Geräusch? Oh, eine Geisel. Hallo. Was zur Hölle? Was? Oh nein. Bitte nicht. Oh, eine Geisel, die hat sich aufgelöst in weißen Rauch. Willkommen, oh. Bliss. Hey, süße. Oh nein. Ich weiß, du kennst die Geschichten über mich. Faith Seed. Kollaps steht kurz bevor und das Ernten hat begonnen. Doch hab keine Angst. Sieht. Die sieht irgendwie süß aus. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Das ist die Absicht. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Tja. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre. Willst du mich heiraten? Es war einmal eine junge Frau.
die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat wieder Sinn. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Alter, war das gerade verstörend. Ja. Du musst glauben. Lass los. Ach du Kacke. Du, ich spring nicht. Ich lese mir das hier vor. Der Prophet. Nee. Was Prophecy. Aber wenn wir. Was ist denn da unten? Ist da unten Wasser? Nö, toll. Landschaft. Ja, unter anderem auch Wasser. Hey. Geht sowieso nicht weiter. Tschüss. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. What the fuck? Die hätte uns sowieso nicht mehr nüchtern gemacht, wenn wir nicht gesprungen wären. Komm zu uns, wir zeigen dir den Weg zu einem neuen Eden. Fate sieht. Das sieht, er gesagt. Ja, siehst du, es geht dann weiter. Ah, wir sind wenigstens am Ziel, wo ich hin wollte. Das Gefängnis. Ja. Ja gut, wir sind noch ein bisschen benommen. Ist ja auch ganz verständlich nach dem Scheiß, ja, und was wir haben gerade eine ziemlich lange Folge hinbekommen. Wieso? Wie lang ging die? Moment. Aber wir glauben alle an dich. Mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns bald. Ja, ja. 29 Minuten. Gut, dann haben wir eine Folge überzogen, aber ist ja egal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau, bis dahin, steckt nicht in der Scheiße drin. Ciao. Tschüss.